Planet Messiaen. Unter diesem Titel startet im Mai das Klangbrücken Festival. Dahinter verbirgt sich eine Hommage an den französischen Komponisten Olivier Messiaen. 10 Tage lang erinnern die Staatsoper Hannover, die Musikhochschule und verschiedene Musikprojekte an das Schaffen des Franzosen. Was sie dabei alles erwartet, weiß meine Kollegin Sarah Förster. Verschiedene künstlerische Institutionen Hannovers vereint. Das gibt es jedes Jahr bei dem Festival Klangbrücken. Diese Kooperation besteht zwischen der Staatsoper Hannover, Musik 21 Niedersachsen, der Hochschule für Musik, Medien und Theater und weiteren freien Musikinstitutionen. Jedes Jahr steht ein anderer Komponist im Fokus. Dieses Jahr ist die Wahl auf Olivier Messiaen gefallen. Zunächst mal findet ja dieses Klangbrückenfestival unter diesem Titel zumindest das erste Mal überhaupt statt. Und im Zentrum steht in diesem Jahr Olivier Messiaen. Das ist sicherlich einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts, der auch eine Klangbrücke sozusagen schlägt von der Tradition, von sehr alter Musik, von französischem Impressionismus hin zur Nachkriegsavantgarde. Messiaen verbindet auf besondere Weise verschiedene Zeiten miteinander und seine sehr sinnliche Musik ist für viele einzigartig. Ein Hauptaspekt seiner Werke sind die Wahrheiten des christlichen Glaubens, die sich nicht nur in verschiedenen Orgelstücken widerspiegeln. Dass wir Messiaen ins Zentrum gestellt hat, hat rein den Grund, dass wir der Meinung sind, dass das eben wirklich einer der wichtigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts, unabhängig von irgendeinem runden Jubiläum, hat er ja nicht in diesem Jahr, sondern er ist quasi ein Wegbereiter, der aber gleichzeitig eben von der Tradition herkommt und dadurch vielleicht auch die Möglichkeit, vor allem mit seiner sehr sinnlichen Musik, die Möglichkeit eröffnet, dass auch das Publikum, das mit neuer Musik nicht so vertraut ist, sich an ungewöhnlichere Klänge erfreuen kann. Der Umfang des Festivals ist in diesem Jahr von 4 auf 10 Tage erhöht worden, damit die Besucher länger in den Genuss der Musik kommen können. Das Klangbrücken-Festival soll auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden. Insofern ist dieser Titel Klangbrücken auch schon als Brückenschlag zwischen Tradition und Moderne zu verstehen, aber auch als Brückenschlag zwischen den verschiedensten Musikinstitutionen in Hannover, die sich der neuen Musik widmen. An insgesamt 8 Spielorten finden Konzerte statt, die die wichtigsten Werke von Messiaen aufgreifen. Durch ein Symposium und einem Kompositionsworkshop, der sich an 12- bis 20-Jährige richtet, wird das vielseitige Programm ergänzt.